Moin meine werten Freunde, was geht? Und willkommen zu diesem neuen Video. Ups, da habe ich kurz am Pult angeschlagen. Aber das soll eigentlich nicht das sein, worüber ich reden wollte. Nein. Sondern heute will ich mit euch ein neues Video machen. Oder euch ein neues Video bringen. Das war's, was ich sagen wollte. Und zwar will ich heute mit euch das Video anschauen von Pyto. Nämlich, dieser neue Trend ist extrem gefährlich. Was ihr damit meint? Wir werden es gleich sehen. Lasst ein Like da, ein Abo und natürlich die Glocke auch gerne abonnieren. Ne, denn das macht die Glocke und den Typen sehr froh. Und das gleiche könnt ihr natürlich auch bei mir machen. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt, was ihr meint. Let's go! Bevor das Video jetzt losgeht, würde ich nochmal ganz kurz gesagt haben, es ist heute mal ein bisschen nochmal ein anderes Ding. Und zwar ist es noch ein bisschen mehr ein Real Talk, wenn man das jetzt so nennen möchte. Und ein bisschen ein ernsteres Thema als wie bei den anderen zwei Videos, die ich jetzt davor gemacht habe und auch höchstwahrscheinlich als einige andere, die ich dann noch in der Zukunft machen werde. Und deswegen schaue ich das Video am besten komplett an, um das Ganze zu verstehen, und ich würde sagen, wir legen gleich mal mit dem Video los. Let's go. Ich persönlich beschäftige mich jetzt schon seit einiger Zeit mit dem Thema KI, AI, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, und seit einiger Zeit ist das ganze Jahr jetzt auch immer mehr im Mainstream angekommen bei dem Ganzen. Ob das jetzt mit ChatGPT ist, was besonders im Mainstream ist, oder irgendwelchen AI-Bildern, die dadurch erzeugt werden, oder irgendwelche Deepfakes. Das Ganze hat seit ein paar Tagen zumindest auf YouTube einen neuen Trend ausgelöst. Und zwar nämlich, ich kann es euch ganz kurz mal am Handy zeigen. Okay, ich wollte mal kurz sagen, dieser Trend gibt es nicht erst seit ein paar Tagen. Tut mal bitte, wenn ich da jetzt falsch liege, in deiner Meinung nach. Aber ich persönlich sehe diesen Trend schon viel, viel länger. Egal ob es in den Shorts ist oder normalen Videos. Diesen Trend gibt es einfach schon viel, viel länger als ein paar Tage. Wollte ich nur kurz erwähnt haben, aber nun gut. Jetzt geht's weiter. Presidents play Minecraft. Was könnte man anders vom Internet erwarten? Seit ein paar Tagen ist es so zum Trend geworden, mit AI-Stimmen die Stimmen von Präsidenten zu imitieren, um dann damit Fake-Dialoge zu machen, wo die ganzen Minecraft spielen. Wenn ihr jetzt gar nichts damit anzufangen wisst, weil ich weiß nicht, ob das so in der deutschen Bubble ist. Ich bin eher so in der amerikanischen, internationalen Bubble unterwegs, deswegen... Bin ich by the way auch, also... Wenn es irgendwelche Memes gibt, finde ich sie immer relativ früh. Vor allem amerikanische Memes. Einfach, falls ihr jetzt nur in der deutschen unterwegs seid und es nicht in der deutschen ist, ich weiß es wie gesagt nicht, weil es ist halt obviously eher englischsprachiger Content. Hört euch das, wenn ihr gar kein Englisch könnt, ist egal. Hört euch einfach das hier mal ganz kurz an. You guys hop on the server, we have some work to do. Okay, I'm getting on. What do we have to do? Actually, you know what? Never mind, I don't want to do it. Do what? I was going to say we should rebuild the White House, but then your sleepy ass is just going to take a nap inside of it. Also, ihr müsst nichts verstanden haben. Ihr müsst nichts davon verstanden haben, was die gesagt haben, was der Kontext ist, wenn ihr jetzt gar kein Englisch könnt. Aber ihr werdet höchstwahrscheinlich wissen, was oder wie sich die Stimmen von den Präsidenten anhören. Und ihr werdet auch höchstwahrscheinlich sehr, sehr genau wissen, dass sich diese Stimmen sehr, sehr ähnlich angehört haben. Und das Ganze liegt an Folgendem. Das Ganze liegt am Folgenden. Okay. Normalerweise wurde für so eine AI-Stimme bis jetzt immer Uberduck verwendet, zumindest in den meisten Fällen. Das ist halt so eine Seite, wo man so seine AI-Stimme praktisch, wo man einmal, glaube ich, auch Stimmen trainieren kann. Also nur so, damit ihr es wisst, eine AI-Stimme trainiert man praktisch damit, indem man der AI, sage ich mal, sagt, okay, du tust jetzt eine Stimme darauf trainieren und tust dann praktisch als Übungsmaterial für die AI, wenn man das jetzt so nennen will, halt praktisch Ausschnitte aus der Stimme halt hochladen, sage ich mal, dass sie die analysieren kann, dass sie halt weiß, wie die Stimmfarbe ist, wie die Klangfarbe ist, wie hoch oder tief die Stimme ist und so weiter und so fort. Deswegen alles hört klar. Man übrigens hier auch bei Presidents Play Minecraft ab und zu so ein undefinierbares, halliges Zeug im Hintergrund, weil es halt oftmals halt Stimmen genommen wurden zum Trainieren aus irgendwelchen Ansprachen, wo man halt im Hintergrund irgendwelche Leute klatschen gehört hat oder so. Und deswegen ist es ein bisschen komisch. Aber auf jeden Fall, normalerweise wurde diese Seite verwendet. Allerdings gibt es jetzt seit einiger Zeit, ich weiß nicht ganz genau seit wie lang, aber es gibt jetzt seit einiger Zeit Voice AI. Das ist diese Seite hier. Die URL zeige ich euch mal ganz kurz, dass ihr die auch von mir aus halt aufsuchen könnt. Da kann man sich dann ein Programm damit runterladen. Und mit Voice AI kann man diese Stimmen einmal noch weiter verbessern. Man kann sie einfach kostenlos nutzen, soweit ich weiß.
Oder man kann sogar seine eigene Stimme trainieren oder seine eigenen Stimmen oder von irgendwelchen Leuten, die es dort noch nicht gibt, so Stimmen trainieren lassen. Das ist natürlich einmal ganz lustig für solche Präsidenten-Spielen-Minecraft-Videos. Es kann aber auch allerdings ein bisschen blöd werden. Einmal kann natürlich das Ganze verwendet werden, um von irgendwelchen Musikern, die bereits verstorben sind, einfach die rohen Vocals dort hochzuladen, um weitere Songs mit denen ihrer Stimme sozusagen aufzunehmen, wobei die gar nicht mal mehr am Leben sind, was, finde ich, ein bisschen verwerflich ist, zumal halt viele Musiker nicht daran gedacht haben, dass es irgendwann mal möglich sein würde und nie ein Statement dazu abgegeben haben, deswegen von Leuten, die da nie zu gesagt haben, yo, ich würde das okay finden, wenn man das mit meiner Stimme macht, finde ich das dann ein bisschen, ja, fraglich, wenn man das dann aus als weiteres, als nur Testzwecke dann da, von denen die Stimme dafür verwendet. Aber das Ding ist, es ist auch noch übelst einfach. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das Ganze geht. Ich habe mir das Ding jetzt selber noch nicht runtergeladen, aber ich kann euch ungefähr sagen, wie es geht. Es geht folgendermaßen. Ihr kennt ja höchstwahrscheinlich Text-to-Speech. Also gebt mir jetzt einfach einen Text ein. Ich habe jetzt einfach mal We need to build a wall eingegeben, weil das kannst du ja einfach bei Donald Trump perfekt nutzen mit dem We need to build a wall. Und das Ding ist, Text-to-Speech ist ja schön. Du gibst einfach den Text ein, sagst dann, yo, ich möchte es gesprochen haben. Allerdings ist bei der AI noch viel, viel heftiger. Und zwar kann man jetzt nämlich einfach so einen Text, oder nicht einen Text, man kann einfach seine Audio hochladen praktisch, also man kann es einfach einsprechen. Übrigens, die AIs, die Stimmen sind natürlich voraussichtlich erstmal aufs Englische vorgesehen. Ich weiß jetzt nicht ganz so gut, wie sie jetzt mit Deutsch zum Beispiel klappen würde. Aber zum Beispiel jetzt auf Englisch. Du sagst jetzt irgendeinen englischen Satz, zum Beispiel du sagst jetzt, we need to build a wall and it has to be built quickly. Und dann lädst du praktisch diese Stimme hoch in die AI. Ich glaube, mit dem Voice AI kannst du das Ganze auch live machen. Aber auf jeden Fall, du lädst halt dann das Gesprochene hoch in die Stimme und kannst, glaube ich, sogar, wenn du es noch genauer haben möchtest, den Text, also das, was du gesprochen hast, als Text nochmal dazu hochladen, dass die AI genauer weiß, was es dann damit anzufangen hat. Und dann tut halt praktisch die AI deine Stimmfarbe nehmen und tut dann deine Stimme praktisch in die gewünschte Stimme dann halt praktisch wie umtransformieren praktisch und tut halt dann auch Betonung und so mit übernehmen, was natürlich bei solchen Dingen wie jetzt einfach Text-to-Speech jetzt nicht möglich wäre. Na, das finde ich ist ziemlich... Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, könnt mich auch gerne in den Kommentaren korrigieren, genau. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das so, du gibst also diese AI, deine Stimme, also, okay gut, ich praktiziere das jetzt mit diesen zwei Nintendo Switch Behältern hier. Diese zwei Nintendo Switch Behältern hier, ne? Also, die anderen Nintendo Switch Behälter, dieser hier an meiner rechten Hand ist meine Stimme und dies ist die AI. Und die ist gerade aufgegangen. Aber nun gut, also, ich nehme jetzt also diese Stimme hier und gebe dir also die AI. Gut, also, und wenn ich das richtig verstanden habe, nimmt die AI hier die Stimme von mir, diese hier, und fügt die also, wenn das jetzt zum Beispiel Trump ist, und setzt die Stimme sozusagen darüber oder darunter, je nachdem, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich hoffe mal, dass es genauso ist, wie er meint, und wenn nicht, bin ich sehr getriggert, aber ich nehme mal an, dass es genauso liegt. Alles klar. Und wir können dementsprechend auch weiterfahren. Gefährlich. Ich meine, wenn wir solche Präsidentenspiele Minecraft nehmen, es ist, ich glaube, es juckt jetzt nicht wirklich so. Es ist halt unterhaltsam, auch wenn man dazu sagen muss, es ist halt auch ein bisschen ein Mein-Spielchen so, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir auf dem Handy da schon einige Shorts dazu angesehen und irgendwann, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen weird an, aber irgendwann tut man wie ein bisschen schon ein Sympathielevel zu den Stimmen herstellen, dass man sich dann wieder so in den Kopf ruft, ey, yo, das ist ja gar nicht real so eigentlich. Deswegen, wenn ihr euch was anguckt, dann merkt euch trotzdem immer, yo, das ist nicht real so, das ist von irgendeinem Typen, der sich da einen Joke erlaubt hat, so, halt damit gemacht, wie gesagt, viele Videos davon haben auch relativ schwarzen Humor immer, also ich habe auch einmal ein Video gesehen, da waren die in irgendeiner End-City und dann läuft dort Biden einen Enderman hinterher und der ruft dann, ey yo, a black man is chasing me und dann sagt und dann sagt Obama zum Beispiel, ey yo, watch out, und dann so, weil der Joke war halt, weil ihr versteht schon auf jeden Fall. Und das, was ich aber jetzt wirklich, was jetzt, das ist ja, also alle, die es nicht gecheckt haben, es geht um den Rassismus. Jetzt noch so ein Spielchen, das kann man ja lustig finden.
Aber was jetzt wirklich gefährlich ist diesbezüglich, ist, wenn das dann in sowas zum Beispiel mit in Verbindung kommt. Ihr guckt euch das jetzt wahrscheinlich an und denkt euch, ey, holy shit, was ist da bei Trump los? Was ist da bei Trump los? Was passiert? Das ist kein echtes Bild von Trump. Das sieht wie Trump aus, das wurde allerdings auch mit einer AI gemacht. Das ist kein echtes Bild. Das wurde einfach, ihr kennt das höchstwahrscheinlich schon mit Midjourney oder so, wo ja auch schon solche Bilder, oder mit anderen, es gibt ja tausende AIs schon in der Hinsicht, was Bilder angeht, die dort einfach Bilder diesbezüglich erstellen. Und das Ganze gibt es nicht nur zu Trump, ich habe mir auch nochmal eins von Macron zum Beispiel, Macron rausgesucht. War das Macrons? Nicht diese französischen, glaube ich, diese französischen, wie heißen die? Diese französischen Süßigkeiten, Snacks, Brotdinger, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Aber irgendwie so heißen die ja, glaube ich. Also wenn ich nicht dumm bin, ist das ja genau das, oder? Entschuldigung alle Franzosen, wenn ich da komplett falsch bin. Wie gesagt, dass ihr einfach seht, ja, das gibt es in unterschiedlichen Dingen, wo halt einmal damit Propaganda gemacht werden kann. Und da habe ich euch nochmal das Video hier rausgesucht. Ich habe jetzt den Ton stumm geschaltet. Man denkt sich, oh, das ist einfach eine Rede von Barack Obama. Ist ja schön und gut. Allerdings ist das nicht Barack Obama. Das ist ein Deepfake. Also sprich, was? Da hat sich jemand hingesetzt, hat sich aufgenommen, wie er spricht und hat dann gesagt, yo, tu dieses Video, ich tue es jetzt vereinfacht ausdrücken, yo, tu dieses Video, was ich jetzt eingesprochen habe. Ich setze mich jetzt zum Beispiel hier hin und sage jetzt, yo, keine Ahnung, oder das kann man, wie gesagt, das kann man auch für Propagandazwecke nutzen. Ich setze mich jetzt hier hin, sage dann, wie gesagt, das ist jetzt sehr vereinfacht, yo, Höchststeuersatz wird auf, oder wir erhöhen den Höchststeuersatz auf 80%. Und dann habe ich zum Beispiel eine AI, die darauf trainiert ist zum Beispiel, dann das Video oder einen Deepfake von zum Beispiel Olaf Scholz zu erstellen. Und dann sieht das so aus, als würde Olaf Scholz seinen Mund passend dazu bewegen und sagen, yo, wir erhöhen den Höchststeuersatz auf 80%. Einfach jetzt mal angenommen. Ey, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Weil wenn wir jetzt einfach mal von den Präsidenten, die Minecraft spielen, weggehen und einfach mal sagen, yo, wir erstellen jetzt einen Präsidenten oder wir setzen uns einfach vor die Kamera, beleidigen irgendeinen Präsidenten hier jetzt so und sagen jetzt, yo, wir sind jetzt, keine Ahnung, tu bitte AI so aussehen lassen, wie jetzt hätte das Biden gesagt, dann gehen wir hier hin, holen uns Bidens Stimme und tun darauf dann passend, keine Ahnung, Trump beleidigen. Und das Ding ist ja, klar, es hat jetzt nicht so eine hohe Auflösung, aber das ist trotzdem glaubwürdig genug. Und dann würden wir das irgendwo spreaden, dann hätten wir sofort irgendwelche News mit denen, dass Biden Trump beleidigen würde, so. Yo. Es ist, Leute, ich bin ehrlich mit euch, es ist, ich bin in der Hinsicht, bin ich ein bisschen skeptisch, was das angeht. Aber was wir da auch so ein bisschen, auf was wir dann auch so alles, wir müssen da wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, was wir da allen vertrauen können. Diesbezüglich, dass es halt auch sehr, sehr schnell in die falschen Hände geraten kann und beziehungsweise ja auch jetzt schon teilweise für die falschen Dinge genutzt werden kann. Ich meine, das, was ich gerade eben gesagt habe, das ist kein Zukunftsding. Es ist auch zurzeit immer mehr, dass man einfach Text zu Video macht, also dass man eingibt, was man für ein Video machen oder haben möchte und dann erzeugt die AI ein passendes Video dazu. Aber diesen Deepfake hier, der würde wahrscheinlich einiges an Arbeit trotzdem brauchen, aber den könnt ihr jetzt schon selber machen. Und die Stimmen könnt ihr auch schon selber machen. Das kann jede Privatperson machen und das höchstwahrscheinlich sogar mit den meisten Programmen, die man dafür braucht, sind sogar kostenlos. Das kann jede Privatperson kostenlos machen, okay Leute? Das kann jede Privatperson kostenlos machen. Und deswegen Leute, ich muss heute einfach mal so ein bisschen den Real Talk machen, diesbezüglich, weil das ist ein bisschen gefährlich, was das angeht. Das ist ein bisschen... Lasst ein Abo da, ihr ist eine gute Abo-Werbung. Ich mag es, wenn Reactions-Abo-Werbung gemacht wird. Das ist free Abos für beide. Okay, nicht Spaß, aber lass bitte ein Abo da. Und ein Like. Hallo. Bisschen gefährlich und deswegen, Leute, guckt da, passt da auf, was ihr seht. Wie gesagt, es ist nicht mehr einfach alles, dass man jetzt irgendeinen stumpfen Voice-Changer hat, wie jetzt zum Beispiel VoiceMod oder so, wo man seine Stimmen hat, die man dann live einschalten kann, was ich mir ja auch mal gekauft habe. Sondern das ist jetzt wirklich langsam in der Hinsicht, passt da auf, was ihr so im Internet glaubt. Und Plot Twist, dieses Video wurde auch komplett von einer AI und einem
Dings erstellt. Nee, Spaß, Alter. Aber auf jeden Fall, passt da auf, wie gesagt, passt da auf diesbezüglich. Lasst ja gerne ein Like und ein Abo auf dem Kanal, um nichts mehr in Zukunft zu verpassen, auch keine Streams mehr zu verpassen. Ich musste heute mal den kleinen Real Talk am Rande raushauen. Und ich wollte euch einfach mal diesbezüglich ein bisschen informieren. Wie gesagt, passt da diesbezüglich auf. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dahin und an der Stelle. Okay, ja, das war... Oh, kann auch gerne diesen Kerl abonnieren. Aber das war ein interessantes und war noch spannendes Video. Also, ich persönlich finde, es ist ein wirklich, wirklich wichtiges Thema. Und vor allem eine Sache, die ich auch noch kurz zeigen will. Und das hat auch jetzt gerade mehrmals gesagt, aber wirklich passt auf, was ihr im Internet glaubt und was nicht. Denn wie gesagt, jeder kann im Internet was hochladen, egal ob es du bist, er es ist oder ich es bin. Ja, sogar ich. Okay, ist jetzt ein bisschen weird, aber wirklich Leute, bitte passt einfach auf euch auf und ja, glaubt nicht alles. Es gibt viele Fakes, es gibt viele Sachen, die auch real sind. Und geht nur auf vertrauliche Quellen. Und ja, mehr kann ich jetzt nicht mehr sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, ein Abo und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr nichts mehr von dem Kanal. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, meine werten Freunde.